Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Folge Werkstatt TV. Heute haben wir hier einen Ford Focus Cabrio zu erkennen am offenen Dach, weil das Wetter heute so schön war, sind wir mal offen hierhin gefahren. Das Auto fährt noch, hat aber die Motorkontrollleuchte an. Haben schon ganz viele Reparaturen hier in der Halle angefangen mit einer leuchtenden Motorkontrollleuchte. Blende ich euch mal kurz ein, dieses Symbol, wie das aussieht, dass ihr das sehen könnt. So, den Fehlerspeicher habe ich jetzt gerade schon mal ausgelesen und auch ein Foto für euch gemacht, dass ihr es besser sehen könnt, weil der Tester sehr, das Display sehr verspiegelt ist. Ich blende es euch jetzt ein. IMRC Stromkreis unterbrochen, Zylinderreihe 1. Ja, der ist quasi drin. Und wenn ich bei meinem Tester, zeigt mir auch direkt an, woran das zum Beispiel liegen könnte. Das geht in die Richtung der Verwirbelungssteuerung. Klingt komisch, Verwirbelungssteuerung. Fakt ist, dass dieses Auto, dieser Motor, das ist ein 2 Liter Benziner Duratec und auch ganz viele andere Motoren von anderen Herstellern haben Wirbelklappen im Ansaugtrakt drin, die sich je nach Motordrehzahl, Umgebungstemperatur und gewissen anderen Kennfeldgrößen verstellen, dass die Luft in den Zylinder nicht einfach gerade reinkommt, sondern verwirbelt. Dadurch erreicht man einen schnelleren Füllungsgrad, eine höhere Verdichtung, mehr Leistung. Frag mich nicht, wenn es einer genau erklären kann, gerne hier rein in die Kommentare schreiben. Ja, das ist also unser Fehler, den wir heute auf den Grund gehen wollen. Und vielleicht kriegen wir ihn auch repariert. Ist noch relativ früh. Ich komme noch gut an Ersatzteile innerhalb von so ein, zwei Stunden, wenn es sein muss. Dann schauen wir uns einfach dieses System mal an, wie immer nach dem Intro. Dann machen wir mal die Haube auf. Okay, jetzt schauen wir erstmal auf einen großen Plastikblock. Den nehmen wir als erstes mal hier runter. So, und dann schauen wir mal, wo die Sachen sich hier befinden. Ist das das hier, Marc? Ja, ne? Ja. So. Dann müsst ihr jetzt mal ein bisschen nach unten kommen. Ich habe auch extra hier einen Zeigedraht, um euch was zu zeigen, wovon meine Finger zu kurz sind. Das hier ist eine Unterdruckdose. Und hier drin ist ein Versteller, der die Klappen, die sich hier hinter in der Ansaugbrücke befinden, verstellt, je nach Bedarf. Unterdruckdose heißt, das Ganze ist vakuumgesteuert, also schon mal nicht, ich sehe da jetzt keine Kabel dran. Ich schaue mal von der anderen Seite. Da ist noch eine Unterdruckdose. Wir haben also zwei Unterdruckdosen und wir haben keinen elektrischen Stecker. Was heißt das? Das Motorsteuergerät hat ja einen Fehler gespeichert gehabt und das Motorsteuergerät kann aber Fehler nur aufgrund von Sensoren oder sowas feststellen. Auf jeden Fall nicht anhand von der Unterdruckdose selber. Die Verstelleinheit selber ist ziemlich teuer, aber wir haben ja einen elektrischen Fehler, einen Kurzschluss. Der könnte zwar zusammenhängen mit einem anderen Fehler, dass die Dinger festhängen und sich dadurch irgendein Stellmotor durchgebrannt wäre. Aber wir haben ja keine Motoren, also Quatsch, vergesst, was ich gesagt habe. So, dann schauen wir mal, wie die Ansteuerung davon ist. Wir haben hier mehrere Leitungen dran. Die gehen hier oben auf so einen Unterdruckverteiler. Hier sind zwei Magnetventile offensichtlich, die das Ganze steuern. Hier sind die Schläuche dran. Genau, und das könnte tatsächlich schon unser Fehler sein. Die Dinger prüfen wir jetzt mal. Gucken wir, ob die Stecker hier vernünftig abgehen. Sieht gut aus. Okay, dann hole ich jetzt mal ein Messgerät und dann messen wir mal, ob einer davon elektrisch eine Macke hat. So, da bin ich wieder mit einem Multimeter und zwei Messleitungen. Stellen wir, ach, steht noch auf 200 Ohm. Das sind ja hier Magnetventile, das heißt, hier ist eine elektrische Spule drin, so eine Wicklung. Und die muss auf jeden Fall mal Durchgang haben und wahrscheinlich auch einen spezifischen Widerstand. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher von den beiden jetzt hier unseren Fehler verursacht hat. Aber ich messe jetzt hier einfach mal. Haben hier einen Widerstand von... Bin ich hier richtig dran?
Jetzt haben wir hier 37 Ohm. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Klingt relativ viel. Und bei dem hier unendlich. Guck mal, ob ich richtig, wirklich richtig gemessen habe. Ja, wir haben hier einen unendlichen Widerstand. Und hier 37 Ohm. Das heißt, wir haben, schön war jetzt eigentlich die schnelle Diagnose, das Magnetventil ist kaputt, das hat eine Unterbrechung. Die Spule, die hier drin ist, kann schon mal passieren, dass die einfach durchbrennen oder so. Oder dass hier irgendwas festgehangen hat und dadurch zu viel Strom aufgenommen hat und dadurch durchgebrannt ist, wie dem auch sei. Das Ding hier muss neu. Ich guck mal, ob ich es einzeln bekomme. Hier ist die Teilenummer drauf, die kann man noch relativ gut lesen. Ich guck mal, dass ich das Teil besorgt bekomme. Wir machen keinen Schnitt und dann geht es gleich weiter. Ja, Leute, hier bin ich auch schon wieder und habe ein Ersatzteil, Originalersatzteil steht sogar drauf. Das Problem ist, dass es dieses Gerät hier nicht einzeln gibt, zumindest nicht von seriösen Anbietern, sondern, was hat er mir hier gegeben? Genau, das sind jetzt praktisch beide Magnetventile neu. Ihr seht, das hatten wir schon mal bei dem anderen Teil gehabt. Ihr seht, dass hier oben die Originalteilenummer rausgefräst wurde. Kann man das sehen? Ja. Das heißt, wenn ihr so eine Frässpuren hier seht, dann heißt das, dass das eigentlich ein Originalersatzteil ist. Also ein Teil, was der Hersteller hier für Ford gebaut hat als Originalteil. Und wenn die das aber unter eigenem Namen verkaufen wollen, dann müssen die halt, hier unten ist auch die Teilenummer übrigens rausgefräst, dann müssen die die Original-Ford-Ersatzteilnummer unkenntlich machen. Und ja, sobald das hier rausgefräst ist, kostet das Teil ungefähr nur noch ein Viertel von dem, was es vorher gekostet hat. Ich denke mal, das ist eine gute Wahl. Gibt es bei ganz vielen Teilen, die man als OEM-Teile dann kauft. Man hätte es allerdings auch, ich sehe gerade, die sind hier verschraubt, man hätte die tatsächlich auch einzeln wechseln können. Könnten wir uns den theoretisch hier mal aufheben, der noch funktioniert hat. Ich guck mal gerade, was der hier für einen elektrischen Widerstand hat bei dem Neuteil. 32 Ohm, also im Prinzip fast wie der noch funktioniert hat. Okay, dann gucken wir mal, wie wir das Teil jetzt hier am besten ausgebaut bekommen. Wird aber gar nicht mal so eine Riesenaktion werden, glaube ich. Wichtig ist, dass ich gleich noch weiß, wo welcher Schlauch dran war. Deswegen markiere ich mir die jetzt. So, dann mache ich mal hier weiß für den linken Schlauch. Jeweils, hier ist auch noch ein linker Schlauch. Und gelb für den rechten. So. Marc, merkt ihr das auch mal, ja? Weiß links, gelb rechts. Oh, hier war auch Unterdruck drauf, habt ihr direkt gehört beim Abziehen. So, jetzt habe ich die Leitungen hier alle schon mal abgenommen. So, dann mache ich nur mal ein bisschen Platz hier hin. Seht ihr ja bei dem neuen Teil. Hier oben ist ein Halter, da kommt dieser Clip hier rein, der die Kabel hält. Den können wir gleich wechseln. Und hier sind vier Löcher. So ist es ja eingebaut und hier sind insgesamt dann entsprechend die vier Schrauben dran. Hier ist eine Leitung, die muss ich hier noch ein bisschen einfach ausklipsen, einfach aushängen und... Das ist mir auch alles noch ein bisschen im Weg hier. Das kommt erstmal alles ab hier. So, schön auf Seite. Genau, und jetzt sind die Schrauben schon recht gut zugänglich. 25er Torx. Ja, die fische ich mir gleich im Magnetstab raus. Das geht am schnellsten. Müsste noch eine sein. Ich sehe zwar nichts, aber wie mein Berufsschullehrer schon gesagt hat, wo man nichts sieht, ist Fühlen keine Schande. So. Kann ich das einfach hochheben jetzt vielleicht? Ja, das ist doch schön. So. Da haben wir den Patienten auch schon. Die vier Schrauben entnehme ich jetzt direkt und lege mir die mal schon mal hier hin.
Dann müssen wir als nächstes diesen Clip hier noch umbauen. Wo ist meine Zange? Der ist auf dem neuen nicht dabei. So, dann können wir das Ganze auch schon wieder einbauen. Das geht ja ratzfatz geht das heute. Ne, wisst ihr was? Ich tue jetzt auch die Schrauben wieder hier vorher rein. Das hat eben so toll funktioniert. Und dann legen wir das Originalersatzteil, was keins mehr ist, wieder an sein. Jetzt ist mir natürlich die Schraube reingefallen. Das war ja fast klar. So, ja, alles wieder schön fest, die Stecker drauf, die hängen praktischerweise und den warte ich noch ein bisschen. Jetzt führe ich die ganzen Kabel wieder hier durch, zwei Schläuche sind kürzer, das sind natürlich die, die auf das erste Ventil kommen. Und dann fehlt noch einer und dann hake ich die jetzt direkt wieder in diesen Clip ein, den ich hier eben umgebaut habe, habt ihr ja gesehen. Rechts war gelb, aber mag richtig, ne? Jetzt gehen die ein bisschen übereinander. So, die mittleren schon mal gelb nach rechts, weiß nach links. Und direkt in diesen Clip hier einhaken. Und der zweite gelb nach rechts, weiß nach links. Habe ich auch hier in diesen Clip ein. Genau, jetzt kommt der zweite Stecker wieder drauf. Ja, wenn ich richtig gucke, wartet auch schon. Schöne, schnelle Reparatur. Jetzt löschen wir den Fehlerspeicher und gucken mal, ob die Motorkontrollleuchte auch ausbleibt. Es kommt natürlich auch noch diese Klappe hier wieder drauf. So, dann gucken wir mal, ob ihr das hier auch sehen könnt. Fehler löschen. So, dann können wir noch mal auslesen. Allerdings machen wir jetzt direkt einen Selbsttest. Key on, engine off. Also es ist ein Selbsttest, wobei der Schlüssel steckt, aber der Motor aus ist. Dabei wird dieser Aktor dann gleich mit geprüft. Und wenn da noch was nicht funktionieren sollte, sehen wir das auch gleich. Das Auto macht in der Zeit merkwürdige Geräusche, testet alle Stellglieder am Motor durch. Der Lüfter springt dabei auch an, also passt auf, dass ihr da nicht noch irgendwas, irgendwelche Kabel noch in der Nähe des Lüfters hängen habt oder noch schlimmer eure Finger. Kupplungsschalter außerhalb des Selbsttestbereichs. Okay, das ist normal, weil ich den jetzt nicht getreten habe, das kann er nicht feststellen. Alles andere ist wie gesagt weggegangen, das ist gut. Ja Leute, das war die zugegebenerweise schneller als gedacht Reparatur von diesem Ventilblock von dem Focus Cabrio. Wen es interessiert, hier die Teilnummer des Originalteils, was keins ist, aber dafür günstiger. Habt ihr gesehen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst das Abo nicht, wenn ihr noch keins habt. Bei uns seht ihr alle zwei Wochen eine neue, tolle Reparatur. Daumen nach oben, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal hier auf Werkstatt TV.